wirst auch die Meisterwiederbeleber noch bekommen. Ich muss mal kurz noch mal gucken. Also verhöhne 5 Spiele. Ah ja, stimmt, verhöhen. Gewinne 1 Spiel Teamsieg, schließe 3 Spiele in Subordination ab. Okay. Jetzt sind wir 5-3, Willi. Das dürfte ein bisschen knapp werden. Jetzt ja, dann wir sind die besten Team. Around. Ja, wenn es ausgeglichen wäre, hätte ich da nichts dagegen. Aber bei durch die Rosies ist es ein bisschen ein Problem. Das große Problem ist halt, dass die ganzen Leute, sobald sie auf Zombie-Seite sind, momentan noch auf Wechseln drücken. Und das ist natürlich ja. Fatal. Fatal. Ich bin am A-Punkt. Vor allen Dingen, wenn die Rosies einfach nichts können, weißt du, die schmeißen ihre gesamten Spells einfach an mir vorbei. Du gehst durch einen Eingang durch, der nicht breiter als du selbst bist. Und dann schmeißen sie sogar noch ihre ganzen Spells vorbei und dann gewinnen sie nur, weil sie Auto-Aim haben. Das stimmt ja, leider. Nehmen wir aber gerade Punkt A ein. Komm, ich mich erinnern, dass der Meister bei mir ist. Yes. So, Punkt C gehört uns. Punkt B. Oh, da ist eine Erbsenkanone. Punkt A habe ich eingenommen. Jetzt kommt der Rosie-Meier, die erwische ich, glaube ich. Level 7 bin ich. 1 gegen 1 mache ich die platt. Okay, das ist unser Punkt A. Freundchen. Schade, die Rosie hat mich tatsächlich durch ihren Dot noch gekillt. Jetzt haben sie alle 3 Punkte. Vor allen Dingen, wie die dann einfach auf dem Punkt draufsteht und sich gar nicht auf mich konzentriert. Da oben ist gerade ein Mais von mir weggerannt. Hä? Also irgendwas versteht der Mais ja nicht. Hallo, ich nehme gerade deinen Punkt ein, Mais. Hä? Und der Mais rennt einfach weiter weg. Ja gut, wenn er nichts Besseres zu tun hat, dann lassen wir das halt einfach so. Der Obi-Wan Morowski Mais, ja. Dankeschön. Yay. Der A-Punkt wird wieder eingenommen von denen, ich gehe mal wieder hin. Dann nehme ich halt den B-Punkt ein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. LOL! Die haben mich ein einziges Mal CC't, ja? Die in meinem Drachen, der 400 HP hat und 100 und 200 Schild. Und ich kam nicht mehr dazu, mein Detonationsskill zu verwenden. So lange war ich CC't. Das heißt, die haben mir 600 Schaden in der Zeit gemacht. Das muss ich einfach mal geben, ey. Das ist genau das, wo ich sage, warum macht denn ein Slow, dass ich nichts mehr machen kann? Das ist einfach ein Witz. Sorry, aber das ist mein 5-Minuten-CD und der geht jetzt einfach mal an einem von ihren 20-Sekunden-CDs flöten. Ja, das ist halt irgendwie schon brutal. In so einem Spiel ist es halt essentiell, dass du dich bewegen kannst, so wenn du dann einfach mal so ein, wie lange slowt die denn? 5 Sekunden oder so, denke ich mal, schätze ich mal. Ja, die macht, glaube ich, 10 Sekunden macht sie zum Goat und 5 Sekunden geht ihr slow. Ja. Kannst du dir mal überlegen, wie lange das dauert? Das ist schon bei League of Legends so. Das ist, bei League of Legends alleine sind schon 3 Sekunden lange. Ja, 3 Sekunden hier ist ein Tod. Ist es ja ungefähr vergleichbar, sag ich mal. Hier geht's ja auch darum, irgendwas einzunehmen oder irgendwas kaputt zu machen. Und wenn du dann einfach mal so 5 Sekunden geslowt bist, bist du einfach tot. Ja, vor allem, das ist ja nicht mal ein Slow, ne? Das disabled, ja, das macht deine Auto-Attacks, macht das verlangsamt ist und alles andere disabled ist. Also, das zerstört, du kannst ja keinen einzigen alles. Anderen Skill machen. Ja, das ist das Traurige. Übrigens, der Ingenieur, der eigentlich steht bei uns AFK in der Base. Wow. Zombies können nicht verlieren. Reißt euch zusammen. Ja, ich würde ja gerne. Wow. Und du musst ja bedenken, der CC vom Wicht, der so zusammensaugt, der macht dich ja nicht langsamer. Du kannst ja noch völlig alles normal verwenden. Alter, du kommst mit dieser Ziege einfach nicht weiter. Sobald ich Ziege bin, versuche ich in irgendeine Richtung wegzu... Oh, der Ingenieur bei uns aus der Base ist da. Toll. Hat wahrscheinlich gerade versucht, das Team zu wechseln oder so. Ja, das ist schade. Ja, wir sind immer noch einer weniger. Du siehst halt auch, dass wenn die Rosies nicht da wären, würde das anders laufen, definitiv. Beziehungsweise wenn die Rosies nicht so abgrundtief OP wären halt.
Ich sag ja, Rosie ist so... Treffe ich meine Skills nicht, treffe ich meine ganz normalen Attacken eben. Oh, da hinten ist schon wieder eine. Jetzt mal genau, ich bin komplett disabled. Das ist halt das, was schade ist daran, ja. Der Banditenmais. Mit seiner Augenklappe. Guck mal oben da. Was ist denn jetzt? Jetzt brenne ich sie alle weg. Ach, verdammt. Ich muss auch sagen, diese Flammenwerfer, die neigen dazu zu buggen. Ich stand gerade neben dem, aber weil ich über auf einer erhöhten Position stand, konnte ich ihn nicht treffen. Obwohl der Flammenwerfer ihm völlig ins Gesicht gebraten hat die ganze Zeit. Haha. Ja, also einzelne Rosies sind nicht das Problem, wenn du sie kommen siehst im Endeffekt, aber das Problem ist halt wirklich dieses, es sind halt keine einzelnen und du siehst sie so selten kommen. Oh Gott, ja. Die Rosie hat mich geslowt und ich habe es trotzdem mal fertig gemacht, das war richtig schlecht von mir. Übrigens, wir haben einen neuen Spieler reinbekommen, beim Gegner, das ist jetzt eine Feuer-Rosie, eine zusätzliche. Geil, ja super, dann haben wir ja jetzt eine Chance. Ja, eine Feuer- und eine Gift-Rosie sind jetzt dabei. Und eine normale Rosie, glaube ich. Genau, ja. Die Feuer-Rosie kann es auf jeden Fall. Feuer-Rosie ist auch meiner Meinung nach die stärkste Rosie im Spiel. Mit ihrem aufgeladenen Schuss macht die, glaube ich, aktuell 70 Schaden oder so. Und natürlich den Dot. Und das hat alles ein bisschen viel Schaden. Ja, vor allen Dingen für so einen kleinen Wissenschaftler wie mich. Das zieht dir halt direkt mal 2/3 des Lebens. Bei mir ist es mehr als meine HP. Ja, stimmt auch wieder, ja. Schade, schade, Schokolade. Beste Spieler, sind wir da überhaupt irgendwo dabei? Nein, natürlich nicht, super. Ganz kurz Applaus für dieses wunderbare Spiel. Aber ich kann mir ein Pack kaufen. Das ist schon Hauptsache, super. Ich bin Erster. Toll. Mal gucken. Oh, 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 und ich habe einen Teil für die Blitzerbse. Toll. Und ich habe den Traubenausraster Blaster für meinen Wicht. Toll. Übrigens, der Meister Wiederbeleber war Doc Snyder mit einem. Also ich sollte auch mal schnell mal einen wiederbeleben, weil ich brauche auch diesen Erfolg noch. Hä, ich habe den doch auch wiederbelebt. Ja, es haben zwei einen anscheinend. Deswegen, also ich guck mal, dass ich jetzt auch mal einen wiederbelebe, weil ich glaube, es gibt selten leichtere Spiele als das hier, um Meister Wiederbeleber zu bekommen. Das ist echt so. Also ich gerade, ob ich auf einen Wissenschaftler gehe dafür? Nee, ich glaube nicht. Nee, also du hast meistens wahnsinnig viel Zeit, um irgendwie wieder zu beleben, weil die Map halt unglaublich leer ist. Ja. Die killen meistens jemanden, dann ziehen sie direkt weiter. Ich laufe einfach einer von den Rosies hinterher. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass wir im zweiten Match auch schon wieder Zombies waren und keine Pflanzen geworden sind? Ja, warum auch immer. Da beschweren sich übrigens im Reddit-Forum momentan mehrere Leute, muss ich sagen, dass sie sagen, dass sie sehr, sehr häufig einfach immer wieder auf die Zombie-Seite nur kommen. Na gut, das kommt wahrscheinlich dann auf die paar Sekunden an, die wir länger laden. Finde ich aber blödsinnig dann so. Ja, das ist schon irgendwie bescheuert. Besonders jetzt gerade, weil die Spiele sind ja eigentlich leer, ne? Also ich bin Pflanze geworden. Gucken wir mal, ich bin am Ladebildschirm. Jo, diesmal ich auch. Gut, dann spielen wir doch mal. Einen. Nee, Schnapper werden jetzt. Immer eine Orange. Ich mach mal den Feuerkaktus. Nee. Die Jadekaktier. Nee, wie heißt sie? Yen? Ten? Keine Ahnung. Zen-Kaktier, genau, ja, ja. Wei-Wei. Jens heißt sie also. Jens, genau, ja.
Die Jens-Kaktee, jetzt im Handel. Sehr gut übrigens. Ich bin gerade mit meiner Kugel durch den Charakter durchgerannt. Und bin hinter ihm rausgekommen und war tot. Hä? Also er hat nicht meinen Aufprallschaden bekommen, sondern ich habe anscheinend seinen Raketenschaden genommen und bin daran gestorben. Du hast deinen eigenen Aufprallschaden genommen. Das wäre noch lächerlicher, das wäre dann der Megabug. Alter, die Rosies nimmt mir den Kill weg. Ja, du bist halt Assistmeister. Ich habe gar nicht drauf geschossen. Ich wollte aber gerade. Und in dem Moment, als ich geschossen habe, war er schon tot. Okay. Haben die Zombies schon aufgegeben, oder? Ach, es ist schon wieder 5 gegen 3. Ja, das erklärt natürlich einiges. Guck mal, Melita, dreh ich mal ganz kurz um, wie ich ausschaue. Ich habe RGB-Katzen oben auf dem Dach. Auf dem Dach. C. Alter, das ist so ein Schauspieler, dieser Superheld. Okay, schon wieder nur ein Assist. Soll mich der eine gerade wiederbeleben, aber ich habe schnell abgebrochen. Ich finde, dass ich brauche den Meister wiederbeleben. Hä? Haben wir keine Gegner mehr? 3 Stück. Im B-Punkt sind sie gerade. Da bin ich gerade weg. Na super. Müssen wir jetzt wieder hochrennen und die Kaktee kann nicht so schnell rennen. Nein. Und beim C-Punkt, wo ist denn C? Ganz auf der anderen Seite, da seid ihr gerade weg. Hm. Wo sind die jetzt hin? Die Orange ist halt schon auch echt stark, finde ich, ne? Ja, die hat halt voll gute Spells und sowas. Alleine schon dieses Rollen macht sie ja ultramobil. Naja. Aber wenn er nicht andauernd reden würde, dann würde ich mal sehen, wo ich welchen Punkt die gerade laufen. Das überdeckt immer das Overlay oben. Dass die Pflanzen mit den Rosies überlegen sind, ist offensichtlich. Doch auch wir werden mal wieder auf die Pflanzenseite wechseln. Auch in der nächsten Folge von Garden Warfare 2. Ich würde mich sehr über einen Kommentar und eine Bewertung freuen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zusehen und bis dann.